Moin, liebe Top-Familie und liebe Meidel Pony-Fans da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar zu der letzten Folge der zweiten Staffel von Better Together. Nach diesem Video machen wir weiter mit Wähle dein Weg. Bin ich auch sehr gespannt drauf, was da auf mich zukommt, wo ich ja verschiedene Wege einschlagen kann. Ihr habt mit Sicherheit zu diesem Zeitpunkt dann ja auch schon nochmal alles reingeschrieben, welche Specials ihr noch sehen wollt, ehe wir irgendwann ja dann das Songranking machen werden. Ja, so sieht der Plan aus. Wir beginnen hier mit dem Video Find the Magic. Und sofort eben hatte ich schon wieder dieses Lied im Kopf. Unleash the Magic, Unleash the Magic. Ein sehr, sehr geiles Lied auf Englisch, aber auch auf Deutsch ist das Lied geil. Vergiss den Zauber, oder was war das aber? Vergiss den Zauber. Aber jedenfalls, ja. Ich hoffe, ihr genießt diese Videos hier. Ich freue mich vielmehr über eure Kommentare. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was bei Find the Magic dahinter steckt. Equestria Girls. Vielleicht ein Musikvideo? Oh. Klingt so. Do we go? Every day's the same. Oh, die Sirenen. We lose the magic, magic, magic. So ordinary, stuck on repeat. Gotta find passion, passion, passion. The days go round and round, round and round. Gotta break away, find a great escape. Round and round. Ich frage mich, haben wir das Lied in Equestria Girls Film Teil 2 gesehen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, aber das war ja Teil 2, wo ja diese Sirenen dann ja auftauchen. Haben wir das Lied da bei denen gehört? Weiß ich nicht. Also die Kulisse sagt mir was, auch wo die dann ja auf der Bühne standen. Aber nicht unbedingt jetzt das Lied. Aber ich denke, das gehört dann so mit zum Film dazu. Man darf ja nicht vergessen, geht ja hier um Equestria Girls, Better Together, die Shorts in dem Sinne oder Musikvideos oder was wir sehen, passen ja zu den Filmen zusammen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ich hätte mir aber auch bei den anderen Videos darüber überlegen können, wo die Videos zugehören, zu welchem Teil. Aber jetzt hier ist es zum Beispiel offensichtlich, aber das, glaube ich, haben die nicht gesungen, aber ich finde, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, die Stimmen haben was. Das ist sehr harmonisch. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das klingt sehr schön auch. Oh, jetzt muss ich überlegen. Oh, oder ist das, weil wir jetzt letztes Jahr auch Festival gesehen haben, das Thema, ist das nicht Teil 2 von Equestria Girls, sondern, ich komme nicht mehr auf den Titel, aber wir haben dieses Special gesehen, ich glaube, das ging auch, 40, 50 Minuten, wo, kriege ich es nochmal zusammen, wo Sunset und wir waren das nochmal, Sunset und Pinkie Pie die ganze Zeit unterwegs waren und irgendwie so eine Band hören wollten. Und Sunset, glaube ich, hat den Tag immer wieder erlebt. Ich krieg den Titel nicht mehr hin, aber die Geschichte, den Plot noch so ein bisschen. Ich denke, den Titel werdet ihr mir wieder in die Kommentare schreiben, weil ich bestimmt auch nicht daran denken werde, gleich danach zu googeln. Aber damit könnte das, glaube ich, zusammenhängen, oder? Könnte zumindest sein.
Schön, klang schön. Das klang wirklich schön. Mal gucken, was noch kommt. Let It Rain. Das muss ich gerade überlegen. Nicht Let It Rain, aber wie heißt denn nochmal? Rain On Me. Muss ich gerade dran denken. Ein Lied von Lady Gaga und Ariana Grande. Oh, klingt emotional. Oh, Sunset. Ich mag ihre Stimme. Ob Deutsch oder Englisch. Schön. Klingt wirklich schön. The sun behind those gray clouds, you know, I can't lie, it's alright. Everything feels like it's just too much, but you gotta let it in, even if it's tough. No, it gets better, no, it gets better, we push through the weather, weather. Ja, das müsste das Beste sein. Aber jetzt der mit der Kapsel, mit dem Punkt. Schön. Dann haben wir noch Do It For The Ponygram. Ponygram. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf Instagram. Nee, aber das Lied eben von Sunset. Boah, wenn ich mich mit dem, zwischen dem und dem von Rainbow entscheiden müsste, was sie vor einigen Videos hatten, ein Lied von Rainbow Dash. Boah. Ganz, ganz, also wirklich fast 50-50, wenn ich mich entscheiden müsste, um 50,1% wirklich nur. Ich glaube, dann würde das Lied mit Rainbow gewinnen, weil mich das schon überrascht hat und ich das vielleicht sogar ein bisschen besser fand. Obwohl Sunsets englische Stimme, muss ich sagen, klingt ja auch echt, echt schön. Do It For The Ponygram. Alles klar. Hashtag perfect on the first try. Was kommt denn jetzt? Science. Das sind einfach so Zusammenfassungen. Do It For The Ponygram sind so Bloopers, wie man doch so, glaube ich, sagt, oder? So ein bisschen einfach so aus dem Kontext geschnittene Szenen. Ich habe erst so gedacht, hä, was war das jetzt mit Pinky? Dann haben wir dann Twilight eben gesehen. For Science. Time to fly! That's what we're calling darlings now. It's all part of our new slanguage we're calling sweet briefs. Everything's cooler when you abbreviate it. Sir to Gerber Totes isn't a brief, as in, I totes have no idea what you just said. That is the power of briefs. P to the brave. I'm gonna hide in Pinky's locker and scare her when she...
Das ist das beste Video bislang. Da sehen wir, glaube ich, gleich alle. Oh, das war eben das Beste. Oh mein Gott, der Rainbow Pinky erschreckt und dann ist es aber Pinky, die Rainbow erschreckt. Das muss ich nochmal sehen. What is the power of braves? P to the brave. I'm gonna hide in Pinky's locker and scare her when she. Oh, okay. Water. Wie heißt das aber? Oh mein Gott, und dann eine Zweckbrille bei. So eine cool Zweckbrille bei Celestia. Oh mein Gott. Das sind halt einfach so Clips, die auf Instagram hochgeladen werden würden, so wie man das hier sieht. Oh mein Gott, ist das lustig. Das Musikvideo, was sie gesehen haben, und dann stolpert sie. Boah, gerade so Drehs am Wasser, so Musikvideo oder irgendwie sowas, das stelle ich mir dann auch echt hart vor. Wetter muss passen. Hoffentlich wird man nicht nass, je nachdem, was man ja auch aufnehmen will. Ja, das ist. Fudge. Oh, Apple Fudge. Wer ist das denn? irgendwer. Okay, ein Video haben wir noch. Ein Video haben wir noch jetzt hier von Staffel 2 von Better Together, und zwar Sheer on You. Klingt wie ein Musikvideo, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir sehen ein Mikro. Es wird nochmal gesungen. Leading ladies, I'm happy where I stand. Cause you're the superstars and I'm a super fan, yeah. You're my heroes, you've got the master plan. So into you, I'm just here to cheer you on. Someone you can't count on. I live to cheer you on. Okay. The supporting man in your world, all for Equestria girls. Equestria girls. Finde ich irgendwie cool, nochmal so eine Art Hommage zu singen an nicht die Ponys, sondern an die Equestria Girls. Finde ich tatsächlich echt, echt
Cool. Ich muss zugeben, ich habe tatsächlich jetzt letztens, ihr werdet mich jetzt für verrückt halten, aber ich habe nochmal tatsächlich die letzten drei Folgen von My Little Pony gesehen. Die allerletzten drei, eben diese Doppelfolge mit dem heftigen Finale und nochmal die letzte. Und ich finde es einfach nur so krass, wie sich diese Serie entwickelt hat. Von Anfang bis Ende. Ich finde, man hat sich da so viel einfallen lassen am Ende. Bin ich echt, echt stark und auch schön und toll, dass das, sag ich mal, auch so einen Einklang für viele ja findet. Und wie gesagt, und so dieses Lied zeigt mir auch nochmal so eben diese Hommage, dass man eben so nochmal hier so ein Cheer You Up eben hat. Cheer Up ist ja, glaube ich, aufmunternd, nee, nicht aufmunternd, ja, wie übersetzt man das nochmal richtig? Ja, Cheer You Up, also doch, also. Ich sage mal einfach Lobeshymnen, so in dem Sinne singen, über jemanden, dass die da auch immer so im Fokus sind, die ja auch immer zusammenhalten. Schönes Lied, schön gesungen und auch ein cooles Video hier nochmal. Girls. Geil, also wirklich schönes Video hier nochmal von Staffel 2 Better Together. Ich bin jetzt gespannt auf Wähle dein Weg. Das ist das nächste, was jetzt kommen wird für euch. Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, für welchen Weg ich mich entscheide. Von daher, ja. Ich hoffe, ihr seid damit am Start und kann natürlich kein Video zu verpassen. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns also das nächste Mal wieder dann hier zu My Little Pony. Und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und My Little Pony-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.